Mahlzeit, Freunde, und herzlich willkommen zu Zeig Schnute TV. Und bevor es hier losgeht, drückt doch den Abonnier-Button, den Daumen nach oben und aktiviert die Glocke. Los geht's! Wie immer starten wir natürlich mit unserem Liebling. Zuletzt rührte er die Werbetrommel für seinen Auftritt bei Markus Lanz. Zugegeben, sein Auftritt war schon ziemlich unterhaltsam. Vor allem stellte er wieder sein sprachliches Können unter Beweis. Thematisch ging es dabei um die Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen. Dabei gab es viel interessante Äußerungen. Insbesondere war oft die Rede von einer neuen Pandemie. Auffällig war, dass die Aussagen nicht im Konjunktiv erfolgten. Seht selbst, hier ein paar Ausschnitte aus der gestrigen Sendung. Dass man das im Nachhinein als eine Panikmache abtut, das ist nicht richtig. Und das bereitet uns nicht vor für die nächste Pandemie. Das ist einfach vollkommen falsch. Das heißt, bei der nächsten Pandemie stehen wir wieder vor der Frage, brauchen Schulen Luftfilter oder brauchen sie nicht? Genau, bei der nächsten Pandemie stehen wir wieder vor der Frage, soll man Theater schließen, soll man Museen schließen, soll man Buchhandlungen schließen? Wir wissen es jetzt nicht. Ich kann jetzt aber nicht mit einer Omikron-Luftfilterstudie machen, um für die nächste Pandemie zu wissen, was der Luftfilter bringt, wenn das beispielsweise ein ganz anderes Virus ist. Dass die jetzt plötzlich verantwortlich gemacht werden für die Querdenker, das ist perfide und nicht richtig. Und das ist auch deshalb bedeutsam, weil wir werden erneut Pandemien haben. Aha. Und dann werden solche Argumente, wie Sie es jetzt vortragen, dass man den Eindruck hat, wir hätten das alles gar nicht gebraucht. Das ist Gift. Ich sage nicht, Herr Lauterbach, ich sage nicht, dass alles nicht gebraucht hätte. Einen großen Teil oder einen guten Teil hätte es nicht gebraucht. Sie haben von Hysterie gesprochen. Sie haben von Hysterie gesprochen. Dabei bleibe ich auch. Uiuiui, da ist ja richtig Feuer im Staatsrohr. Auf jeden Fall musste sich die Knalltüte an diesem Abend sehr viel Kritik gefallen lassen. Weiter geht's. War ja, sie muss und sie möchte gerne. Ich habe die Kritik gut verstanden. Ich wollte nur ausholen, das klappt ja auch sehr oft, das Freiwillige. Aber es klappt halt nicht immer. Und ich muss halt Moment, stopp. Aber Frau Genewein weiß doch, wie es geht. Ja. Es war ein Regelungsexzess. Und es war ja, außerhalb von Gefängnissen ist in diesem Land, in der Bundesrepublik, das Leben nie so reglementiert worden wie in diesen 3 Jahren. You are fake news. Am Anfang aus Nichtwissen und weil man es nicht besser wusste, später, weil viel nicht richtig erforscht wurde. Oh! Das zeigt für mich, Sie haben sozusagen, Sie tun dann so, als ob Sie immer auf Basis bester wissenschaftlicher Erkenntnis argumentieren. Und es war halt nicht so. Sie haben halt oft mit Angst argumentiert. Shuffle, no, yeah. Now they are again. Oh, no. Naja, und Einsicht war natürlich fehl am Platze. Ihr Vorgänger hat sich dafür schon entschuldigt oder gesagt, dass man sich viel wird verzeihen müssen. Es geht um einen anderen Punkt. Ja. Sie gestehen sozusagen gerade einer Expertin, einer Medizinerin, nicht zu, dass sie selber beurteilen kann, an welchem Punkt sie die Maske braucht und an welchem nicht. Das ist der Punkt. Es geht nicht darum, dass sie die Gefährlichkeit in Abwägung stellt. Ich habe es schon verstanden, aber zunächst einmal. Wie oft haben wir schon zunächst einmal von ihm gehört? Die beste Kritik zum Schluss, um direkt Lanz zu zitieren, ein saftiger Vorwurf. Und jetzt geht's auf die Fresse. Wir wären noch besser gewesen, wenn es nicht, diese ständige Politisierung der Aha. Maßnahmen gegeben hätte im Sinne Querdenker, Wissenschaftler sagen, das ist alles nicht so gefährlich, das ist so gefährlich wie eine Grippe und so weiter und so fort. Dann wären wir noch besser durchgekommen. Das sind doch Sie mit dran schuld, dass es die Querdenker gab in der Art. Ich habe gar nichts gemacht. Und Weise, wie Sie Kritik abgebügelt haben, wie Sie Andersdenkende als Verschwörungstheoretiker bezeichnet haben. Genau. Und Sie haben letztendlich in der Art und Weise, wie Sie, ich sage es jetzt absichtlich, Herr Lauterbach, wie Sie hysterisiert haben, haben Sie die Querdenkerei mit großgezogen. Diskutiere ich nicht die Querdenkerei, aber die Querdenkerei ist auch eine Reaktion auf die Art und Weise, wie die Politik agiert. Das ist natürlich ein saftiger Vorwurf. Aber auch dem Bundesverfassungsgericht wurden Vorwürfe gemacht. Namentlich dem Bundesverfassungsgericht werfe ich vor, dass es bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung unglaublich zurückhaltend war. Und natürlich wurde die Impfpflicht thematisiert. Es ging auf die Bundestagswahl zu und einer nach dem anderen, vom Bundesgesundheitsminister bis hin zum Kanzlerkandidaten und so weiter,
sprachen alle davon, eine Impfpflicht wird es in diesem Land. Und dann wurde der historische Verweis noch gemacht und so weiter. Wird es aus guten Gründen nicht geben. Kaum war die Bundestagswahl vorbei, konnte sich irgendwie keiner mehr daran erinnern. Und plötzlich wollten alle diese Impfpflicht. Und das war der Grund, warum ich immer so hart dagegen argumentiert habe, weil ich immer fand, da geht doch wirklich politische Glaubwürdigkeit komplett verloren. Völlig egal, ob es irgendwann gesundheitlich Sinn macht oder nicht. Aber wir können doch nicht ernsthaft vor einer so wichtigen Wahl den Leuten alle unisono sagen, wird's nicht geben, wird's mit mir auf gar keinen Fall geben, wie das rhetorischer, richtiger Überbietungswettbewerb, um am Ende dann zu sagen, nee, jetzt doch. Zum Thema Impfpflicht möchte ich direkt auf ein anderes Video von mir verweisen. Dieses Video wird am Sonntag ab 20 Uhr zu sehen sein. Ein riesengroßer Skandal wurde aufgedeckt. Schaltet unbedingt ein. Dazu sage ich nur eins. Schaut selbst. Ja, das ist also eine Frage, wie man die Demokratie beachtet. Sehr interessante Aussage, findet ihr auch? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Kommen wir nun zu einem königlichen Thema. König Charles III. Kommt nach Deutschland. Anscheinend möchte er eine Rede im Bundestag halten. Kritisieren Sie an, Frau Merkel! Möchte er vielleicht die deutsche Hilfsbereitschaft im Ukraine-Krieg anerkennen? Wie seht ihr das? Ist der Deutsche Bundestag ein demokratisch-politisches Gebäude der richtige Ort für einen Monarchen, um eine Rede zu halten? Lasst doch auch hierzu gerne was in den Kommentaren da. Kommen wir wieder zurück zu unserem geliebten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, dem ZDF. Sabotage im ZDF-Hochhaus in Mainz? Wegen dem Austritt von Wasser sei ein Millionenschaden entstanden. Die Polizei ermittelt, es besteht der Verdacht einer Straftat. Tja, wer weiß, was da passiert ist. Da hat wohl einer ein Problem mit seinen Zwangsgebühren. Bleiben wir doch einfach bei den Zwangsgebührensender. Anscheinend will nun auch ZDF den Trend folgen. Gemeinsam mit Kanada, Schweiz und Belgien planen sie eine Alternative zu den bereits vorhandenen Plattformen. Dazu heißt es, man wolle den demokratischen Diskurs abseits von zunehmenden Desinformationen ermöglichen. Oh, fahre nach Hannover, komm wieder zurück und fahre am Montag nach Hamburg. Wo ist das Problem? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber ist diese Aussage nicht automatisch mit Kontrolle und Zensur verbunden? Vor allem, wer kontrolliert das? Was zählt zu Desinformationen? Fragen über Fragen stellen sich da. Weiter geht's im Text. In dem letzten Video habe ich bereits berichtet, dass Hamburg und Schleswig-Holstein einen Volksentscheid gegen das Gendern gestartet haben. Jetzt zieht überraschenderweise sogar Berlin nach. Der Verein Deutsche Sprache bereitet ein Volksbegehren vor. Grund sei, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung das Gendern ablehne. Selbst Schulzeugnisse sollen zukünftig gegendert werden. Du dumme Sau! Es gibt bereits auch die erste private Gegenwehr gegen das Gendern. Ein Berliner Vater hat bei Gericht Klage gegen die Gendersprache an Schulen eingereicht. Wie es aussieht, wird der Unmut der Bevölkerung immer höher. Und seit gestern ist eine hitzige Diskussion über die Sprengung der Nord Stream Pipelines entflammt. Naja, und es war nicht anders zu erwarten. Die USA als auch Norwegen weisen die Vorwürfe zurück, was auch sonst. Allerdings sei ihr angemerkt, dass der Journalist sich lediglich auf eine anonyme Quelle berief. Fakten, die seine Behauptung stützen, ließ er auch vermissen. You are fake news, sir. So bleibt weiterhin nichts übrig, als sich eine eigene Meinung zu bilden. Die Beweise werden wohl noch auf sich warten lassen. Jedoch hat es ein gutes, die Sprengung gerät nicht in Vergessenheit. So, nun mal ein schönes Beispiel für Hass und Hetze. Der ehemalige ukrainische Botschafter schießt gegen unsere deutschen Politiker wie Merkel, Wagenknecht und Co. Er bezeichnete diese als erbärmliche Pseudopazifisten und Putins Komplizen. Auslöser ist, dass Russland ein neues Schulbuch habe, in welchem unter anderem die Region Donetsk, Luhansk als Teil von Russland bezeichnet wird. Aber setzen wir der Kritik gegen deutsche Politiker noch ein Sahnehäubchen drauf. Zelensky beschwert sich über Scholz. Er müsse ihn wohl ständig überzeugen. Spende bitte. Beispielsweise beim letzten Treffen mit Scholz und Macaroni. Da bettelte, Entschuldigung, ich meinte natürlich, bat Zelensky wieder um Kampfjets. Und das Ganze natürlich so schnell wie möglich, bitte. Mehr Worte braucht man hier auch jetzt nicht aufwenden. Zum Abschluss kommen wir zu Bauer sucht Frau. Hier lag etwas Liebe in der Luft. Nancy Faeser zu Besuch beim spanischen Innenminister. Dazu schreibt das deutsche Bundesministerium bei Twitter, Nancy Faeser tauscht sich mit dem spanischen Innenminister aus.
Wer weiß schon, was die sich ausgetauscht haben. Der Austausch ist auf jeden Fall nicht zu übersehen, Leute. Da bekommt das Wort Innenminister eine ganz andere Bedeutung, findet ihr auch? Na, da haben wir doch wieder was für den Jahresrückblick. So Leute, ich mach's wie die Kinder in Indien, nämlich einen Schuh. Ich wünsche euch einen schönen Abend, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Lasst mir ein Like da, abonniert und vergesst die Glocke nicht. Ciao!